Und an diesem Wahlabend darf natürlich Janina Mütze, die Geschäftsführerin des Meinungsforschungsinstitutes CIVE, nicht fehlen. Guten Abend, Janina, schön, dass du da bist. Du hast wieder für uns Fragen beantwortet, die bundesweit natürlich eine Rolle spielen, aber auch in Brandenburg. Und die erste ist, welche Entscheidung spielt denn tatsächlich das Thema Migration bei der Wahlentscheidung? Ja, dieser Frage haben wir uns einmal gestellt und die Menschen bevölkerungsrepräsentativ befragt. Welchen Einfluss hat das Thema Migrationspolitik auf ihre Entscheidung bei einer Landtagswahl, wenn sie eine bei sich im Land hätten? Und dann schauen wir mal rein. 66% sagen, die Migrationspolitik hätte tatsächlich einen starken Einfluss. 8% sind unentschieden und nur 26%, knapp mehr als jeder Vierte, sagt, nein, das hat einen schwachen Einfluss. Das ist stark davon abhängig, ob ich eher dem konservativen Lager angehöre oder dem linken Lager. Wir sehen aber auch, dass insbesondere in Brandenburg die Themen Migration und innere Sicherheit einen sehr hohen Stellenwert zu dieser Landtagswahl haben. Und Janina, in den vergangenen Tagen hat ja immer wieder die Diskussion stattgefunden, ob der Kanzler der richtige Kandidat für die SPD bei der Bundestagswahl 2025 ist. Also wird diese Wahl in Brandenburg, die Frage war, eine Entscheidung fällen, wer Kanzlerkandidat der SPD wird? Ja, die politischen Gegner und auch die Anhängerinnen und Anhänger der SPD schauen natürlich drauf. Denn wir haben ja diese drei Landtagswahlen jetzt hier im Osten gehabt. Und sie gelten ja ein bisschen als Bewährungsprobe auch für die Bundesparteien jeweils. Deswegen haben wir gefragt, wird das Wahlergebnis in Brandenburg Ihrer Meinung nach einen Einfluss auf die mögliche Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz haben? Und wir sehen, 53% sagen ja. Da ist vielleicht auch etwas Wunschdenken dabei. Denn der Kanzler erfreut sich ja aktuell nicht der besten Beliebtheitswerte. 13% sind unentschieden und 34% sagen nein. Hier war es ganz interessant auch zu sehen, dass auch die Anhängerinnen und Anhänger der SPD ein sehr geteiltes Bild hier haben und sich manche unter ihnen vielleicht sogar einen Wechsel wünschen. Ja, wir wissen ja, der Kanzler ist hanseatisch-stoisch. Also er will auf jeden Fall 2025 antreten. Aber eine wichtige Frage ist natürlich, dieses Wahlergebnis in Brandenburg, wird das Einfluss auf die Ampelkoalition in Berlin haben? Könnte es sogar zum vorzeitigen Auskommen? Was denken die Deutschen? Ja, auch das wird eigentlich so lange diskutiert, wie wir uns mit diesen Wahlen in den Ostbundesländern hier beschäftigen im Herbst. Und wir sehen, 35% glauben, ja, es könnte zu einer frühzeitigen Auflösung der Ampelkoalition führen. Das ist nicht besonders viel. 15% sind unentschieden. Knapp jeder Zweite sagt, nein, das wird wohl nicht der Fall sein. Denn in Brandenburg wohnen jetzt ja auch nicht so viele Menschen. Die Mehrheit der Deutschen wählt aktuell nicht. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, weshalb man dann hier nicht ganz so sehr nach bundespolitischen Konsequenzen fordert. Ja, 2,1 Millionen Wahlberechtigte ist natürlich im bundesweiten Vergleich relativ klein. Aber du hast es angesprochen. Die Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg und das Abschneiden auch der AfD vor allen Dingen. Ihr habt gefragt, wird das langfristige Auswirkungen tatsächlich auf das politische Geschehen in Deutschland haben? Genau, und das war tatsächlich eine sehr spannende Umfrage, denn hier sehen wir ein sehr, sehr deutliches Bild. 70% sagen ja, diese Wahlen zeigen, dass die Parteienlandschaft sich wirklich in Deutschland langfristig verändert. Das heißt, sie bewerten die Ergebnisse der drei Landtagswahlen nicht als ein rein als Ostergebnisse beispielsweise, sondern sagen wirklich, es wird die Parteienlandschaft in Deutschland verändern. Nur 13% sind hier unentschieden, auch nur 17% sagen nein. Also hier sehen wir tatsächlich ein sehr klares Bild. Man nimmt diese neuen Parteien oder diese mehr weniger neuen Parteien als gegeben an. Ja, da müssen wir natürlich auch das BSW ansprechen, das Bündnis Sahra Wagenknecht. Aus dem Stand wahrscheinlich auch in Brandenburg zweistellig, genau wie in Sachsen und in Thüringen. Und die letzte Frage, die ihr für uns gestellt habt, würden Sie eine Partei wählen, die tatsächlich überlegt, Koalition mit der AfD einzugehen? Das ist ein Riesenthema, gerade in Thüringen und Sachsen. Genau, die Wahlergebnisse für der AfD, die sprechen ja für sich. Und deshalb haben wir mal gefragt, ob Menschen denn eher dazu geneigt wären, eine Partei zu wählen, wenn diese im Allgemeinen eine Koalition der AfD nicht ausschließt. Hier sehen wir 39%, die sagen ja, da wären sie dann eher geneigt, diese Partei zu wählen. Jeder Zehnte ist unentschieden und eine knappe Mehrheit in Deutschland von 51% sagt nein. Ganz spannend ist, dass wir hier auch bei den konservativen Parteianhängern, beispielsweise der Union, um die 40% sehen, die sagen ja. Also der Wert ist relativ stabil. Die Frage, wie man mit der AfD umgeht, die stellt man sich aber dann tatsächlich in ganz Deutschland.